Be quiet on set. Nein, Quatsch. Tja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ich bin wieder Avenger und ich habe einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich den... Ich mag Milch. Yeah, Mann, wir machen jetzt mal ein Video zusammen. Ja, wir haben... Also ich habe jetzt mal keinen Bock auf The Walking Dead. Wir machen jetzt mal Dead by Daylight. Schon ja. Ewigkeit nicht mehr gezockt. Ich habe so ziemlich nix, was ich einsetzen könnte. Aber hey, ich habe einen Ich mag Milch dabei, der verteidigt mich bestimmt ein bisschen und... ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich werde auf jeden Fall hier oben nochmal in der Infocard das letzte Video vom Ich mag Milch Endboss Laktose mal verlinken für euch. Der hat da nämlich schon mal Dead by Daylight gespielt mit Michael Myers. Sensationell mit anzuschauen. Ich find's geil, auf jeden Fall. Wie schon gesagt, schaut da auf jeden Fall mal rein. So, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht schon wieder der Erste bin, der stirbt. Das kennen wir ja alle nicht. Ich werde alles Mögliche dagegen tun. Ja, wenn nicht, dann mache ich halt so eine richtig krasse Fail-Folge. Ich glaube, dann mache ich nur noch so eine Sequenz, wie ich abgestorben werde. Ja, nee, ich muss sagen, ich habe seit dem Halloween-DLC, seitdem das draußen ist, habe ich extrem viel Dead by Daylight gespielt. Ja, weißt du, was so erschreckend ist? Dass dafür, dass ich Overwatch sowas von gefeiert habe, das jetzt eigentlich gar nicht mehr spiele. Ja, da ist jetzt ein neuer Held raus. Ja, ich hab schon gehört, gelesen, wie auch immer. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Sombra. Hat sich doch befürwortet, dass die sich unsichtbar machen kann. Richtig, ich hab's ganz genau gesehen, das war echt cool. Ja. Ja, das Video ist auch echt fett gemacht. Mhm. Und die hat sich dann halt wieder... Also. Oh nee, hat er wieder so eine Bambusleitung? Ich glaube schon. Oh, also ich kann mich gar nicht richtig drehen. Ah doch, jetzt. Es ist übrigens okay. Die Nurse, ne? Ich habe das schon gehört. Und bei mir leckt's des Todes. Ich glaube irgendwas in den Einstellungen, das passt noch nicht so ganz. Ja, ich habe 50 FPS. Ich sehe das nicht. Das sehe ich immer nur bei Action oben. Nee, du kannst es über Steam auch einstellen, dass okay, du oben cool. So eine kleine Anzeige hast. Ich habe mal keine Ahnung, wo ich bin. Ich höre nur diese Nurse rumschreien die ganze Zeit. Ja, die ist gerade bei mir. Ach, die ist gerade bei dir. Ja, das ist so schön. Ich weiß trotzdem nicht, wo du bist. Das ist ja voll fett. Alter, die hat ja echt die Bambusleitung des Todes. Hat die dich schon gekriegt? Alter, och nee. Ja, okay, das habe ich behindert gemacht. Das war blöd. Ja, ich sehe dich da schon rumliegen und du bist... Lalalala. Ich hänge wahrscheinlich auch gleich. Ja, hier ist direkt ein Haken. Schön. Oh, die schlägt gegen die Wand. Ja, klar, Boss. Hey. Okay, ich mach mich auf den Weg zu euch. Jo, danke. Die verpisst dich gerade... Schön, ich habe kaum noch Herzschlag. Das läuft hier. Okay, sie ist weg. Ja, ich komme. Oh, du schön. Bist halt jetzt. Mal... Ich bin halt mal richtig am Arsch. Jetzt, sie kommt wieder her. Noch habe ich keinen Herzschlag. Ja, sie kommt aber direkt auf mich zu. Okay, sie geht ins Haus. Okay, gut. Nee, der Herzschlag wird schon wieder lauter. Das Krasse ist halt, du weißt nicht, ob du rennen kannst, weil... Ja, ja. Ne? Weißt du nicht, ob du diesen krassen... Oh, scheiße. Oh, du musst kämpfen. Warte, ich komm jetzt einfach. Scheiß drauf. YOLO. Ich riskier jetzt einfach mal gerade mein Leben. Okay, nice. Bist du irgendwo hängen geblieben, ne? Ja. Hey, was geht? Wie geht's dir? Ich glaube, du hast gerade schon gehört. Lass uns mal irgendwo hinflitzen. Ich flitz davon. Oh, oh. Ja, die ist, glaube ich, mir schon auf dem Weg. Auf dem Fersen oder so. Renn einfach weiter. Ach, ist schon wieder weg. Wir sind aber gerade bei einem, der krass hier Dings macht. Sollten wir nicht ein bisschen in... Jetzt sollten wir hier weg. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Rennen wir einfach hinterher, dass ich dich heilen kann bei Gelegenheit. Jo. Am besten wir verstecken uns einfach hier hinter, dass wir dich niemals rein. Selbst wenn ich dich verliere, ich könnte mich selbst heilen. Na komm. Ich versuch's. Ach jetzt. Ja, bis immer was kommt, weißt du? So, jetzt müssen wir auch langsam mal Generatoren machen. Ja, zwei sind ja schon. Echt? Jesus. Ja. Die Leute hier sind schnell. Ich muss ja erstmal dein Leben retten, verstehst du? Ja, ja. Nicht? Also da, ne? Ich sag mal. Du weißt halt echt mal nicht, wo die ist, weil du diesen Schrei über die komplette Map hörst. Ja. Das ist einfach naja, ich hab einen Perk da, der gibt mir so eine Mini-Vorwarnung, sag ich mal. Okay. Der leuchtet dann unten auf und dann weiß ich, wenn sie in meine Richtung kommt. Oder guckt.
Ich guck die ganze Zeit hinter mich schon. Ist aber noch nichts. Da ist eine Bahn. Ja, wie ist ja auch so ein kleines bisschen Dingensbummens, ne? Aber die Grafik hat sich ein bisschen verändert, kann das sein? Nee, nicht wirklich. Also ich finde schon, dass die Texturen ein bisschen anders sind jetzt. Ja? Jo. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ja, vielleicht fällt sie nicht auf, weil du so elendig viel zockst, ja? Aber ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon nicht mehr gespielt habe. Seit Halloween eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Seitdem wir das letzte Mal ein Livestream gemacht haben, glaube ich. Ja, genau. Also ich glaube, ich muss diese Einstellung wirklich mal machen, wo du gesagt hast, hier in diesen Configs von dem Spiel, weil es leckt halt echt hart. Ne? Das ist schon echt krass. Ja. Aber auch wenn ich nicht aufnehme, ist es so, ne? Das ist halt. Wollen wir, der ist schon gerettet, okay. Ich wollte gerade sagen, wollen wir den retten gehen? Boah, Alter. Also entweder ist es wirklich die Leitung oder mein Core, der kackt gerade ab. Aber es kann nicht sein, weil. Naja, wenn du dich auf der Map hin und her teleportierst, dann wird es wahrscheinlich die Leitung sein. Ja. Nee, weil hier ist auch irgendwie kein Generator. Nee, weil das Open Broadcaster Software, die sagt mir auch nicht, dass mein Core irgendwie überlastet wäre. Ach, da ist ein Generator. Ey, die teleportiert sich hier rum wie eine Irre. Ja, die da vorne, der liegt da blöd rum. Ja. Wird aber auch nicht aufgesammelt, ne? Also das ist ja, oh. Oh. Jetzt sind wir echt die beiden letzten, die hier noch rumhantieren. Oh fuck. Ja, ganz genau. Ja, ich bin direkt losgerannt, als ein Skillcheck kam, sorry. Die hat gerade den einen Aufgang. Ich gehe mal ums Haus außen rum. Ich versuch's mal. Oh, der wurde wieder hingelegt, Aaron. Das ist so asozial. Ich versuch mal was. Du hängst mir da so blöd rum. Das können wir so nicht tolerieren. Komm her, du Fotze. Los, auf geht's, runter mit dir. Wieso hat denn die das nicht gestunt? Ach, die ist gerade hinter dir her, oder? Oh nein! Wo hat's denn dich jetzt hingelegt? Hol den anderen. Ich bin so oder so jetzt tot, wenn ich hänge. Ja, stimmt wohl, ne? Ja, ich hänge jetzt. Ich habe ein Medkit dabei, kannst du dir dann abholen, ne? Ach, verdammte Scheiße. Ja, ganz genau. Jetzt habe ich versucht, den einen zu retten und habe wahrscheinlich mich jetzt gerade selber das Leben gekostet. Wenn du schon siehst, dass ihre Hand oben ist, schön an sie ranrennen, dann kann sie nichts machen. Okay. Dann muss sie sich wegteleportieren. Ach, da kann ich gar nicht runter. Das ist natürlich schön, ja. Ja, toll. Boah, ganz knapp noch meinen Stuff verloren. Schade. Jetzt hat sie sich da rein teleportiert, die blöde Fotze, Alter. Und ich komme da nicht raus, weil es leckt wie Schwein. Das kann's nicht sein, Alter. Ey, die lachen sich doch verreckt über mich, ey. Was ist denn da los? Das gibt's doch nicht. Hast du es gesehen? Ich bin hin und her gerannt bei dieser Scheißtür, weil es geleckt hat des Todes. Geil. Ey, auf den Schocken erstmal einen krassen Tee jetzt hier, ey. Ja, du weißt, was du wiggeln hättest können. Ja, ich weiß, aber irgendwie, du weißt ja, wie es ist. Du hast keine Lust drauf gehabt, ne? Also ich habe jetzt zwei Leuten das Leben gerettet. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie so kulant sind und mich inkompetentes Arschloch jetzt einfach mal herunterholen. Ja, das kannst du ja wohl nicht sagen. Hervorragend. Ach, das ist doch toll. Das ist doch toll. Ich bin gleich schon wieder tot. Wahrscheinlich. Also geh jetzt. Oh, da hat einer einen Generator gemacht. Das ist ja unglaublich. Ja, noch einer. Das ist gerade schon gesehen. Ja, ich kann ja mal vorlesen, was die Nurse so bei hat. Die Nurse hat überhaupt nichts. Echt nicht? Nee. Genau, heil mich mal. Du spinnst, ey. Renn's einfach. Boah, da liegt schon wieder einer. Ja, ich hab's gerade schon gesehen. Das ist echt traurig eigentlich. Ach, aber der wird aufgehängt. Aber ich muss gerade echt sagen, ich halte ziemlich gut durch im Moment. Du hältst länger als ich durch, das ist schon mal positiv. Der hängt, ist aber noch nicht ganz tot. Also das ist okay. Ja. Ich weiß nicht, der pendelt aber auch irgendwie die ganze Zeit hin und her zwischen den Typen. Okay. Ja, der hat Herzklopfen. Der hat Herzklopfen. Ich habe auch Herzklopfen, aber ich weiß ja nicht woher. Es war völlig klar, dass die jetzt direkt in meine Richtung läuft. Ja, ich würde sagen, ich glaub, Generator machen. Ja, oder so. Ich meine, ja, jetzt hat er so oder so aufgegeben. Echt, hat er aufgegeben? Scheiße. Mhm. Boah, nee, oder? Warum höre ich hier die ganze Zeit Herzklopfen? Das ist doch scheiße, das ist doch blöd, das ist doch doof, das mag ich nicht. Nein, jetzt ist es weg, jetzt ist es weg. Nee, jetzt ist er tot. Und ich weiß nicht mal, wo hier ein Generator ist.
Ich glaube, am Haus ist einer, am Haus. Am Haus? Okay. Naja, die auf diesem Vording. Boah, der nächste, der Licht, ey, was ist denn, was du könntest gleich die Luke suchen. Die könnte in dem Holzhaus sein, wo du gerade bist. Okay. Also wenn der gleich, ne? Stirbt und so, ne? Ja. Dann sollte da eigentlich... Die Holzluke sollte wohl nicht oben sein, das wäre ziemlich unrealistisch. Nee, das ist ziemlich... Ja, okay. Ich weiß, ich muss mal gucken, ob du den noch retten könntest oder nicht. Da ist auf jeden Fall ein Generator, der fast fertig ist. Da ist ein Generator, der fast fertig ist. Wo? Am Bus. Er kommt zu dir. Ich hab's gesehen, ich hab's gehört. Er geht wieder weg. Okay. Nee. Der Typ erholt sich aber auch nicht, der kriecht lieber. Ist die Alte. Du könntest jetzt anfangen, den Generator zu Ende zu machen, weil... Wo ist denn der? Ach, hier, ja, da hinten. Ich renne dann an. Der ist so gut wie fertig. Ja, die Nurse ist gerade bei ihm. Nimmt den jetzt hoch. Schön. Okay, dann habe ich wenigstens ein bisschen Zeit. Ja, der hängt jetzt. Holy fuck. Oh, der kämpft schon. Und jetzt rennt zum Holzhaus. Oder zum Ausgang, ja. Das geht auch. Wenn jetzt nach Haus kommt, wäre das natürlich ein schöner Folgenstart, ne? Würde ich sagen. Ja, würde ich auch mal sagen. Nee, vergiss es. Oh. Hat mich direkt gesehen, die Schlampe, ey. Was ist denn da los? Ach komm. Das wird wahrscheinlich nichts gebracht haben. Doch, du kommst gut weg. Probier mal hinter dich zu gucken. Hinter mich? Ja, du kannst S drücken und dann, wenn du dich hinter dich guckst, rennst du weiter in die Richtung. Okay, gut. Aber probier es jetzt noch nicht. Obwohl, doch, du hast sie abgehängt. Schön. Coole Sache. Da, wo der Typ hängt, ist direkt ein Ausgang. Echt? Okay. Ja. Da hinten. Ja, wenn der jetzt nicht bei dem Typen da hinten rumgammelt, ne? Das wäre ja, das wäre natürlich asozial. Das wäre richtig. Ich kann jetzt auch, doch, ich kann noch kurz. Nee, da ist nichts. Kannst du dich beeilen? Er ist gerade gestorben. Wäre halt echt geil, wenn du da jetzt rauskommst, ne? Das sieht er ja, wenn ich eine Tür aufmache. Boah, mir geht gerade voll die Pumpe für dich. Mach weiter. Ja, ich weiß, ich... Oh, oh. Die ist noch hin. Raus. Renn. Oh, geil. Das wäre so irre. Alter, geil. Das erste Mal entkommen, Alter. Wie geil ist das denn? Nice. Jesus Christ. Cool. Er war doch guter Start, ne? Alter, jetzt brauche ich einen Stand. Das hat sich erledigt, ey. Boah, kurz vorm Herzinfarkt, was ist denn da los? Ja. Nice, du. Oi. Geilo. Was sind eigentlich diese blau-roten Steinchen da? Kannst du mal... es gibt jetzt seit neuestem einen Schrein, da kannst du dir leerbare Perks kaufen, die es sonst nur für einen Überlebenden allgemein gibt. Okay, gut. Aber der ab einem bestimmten Level leerbar wird, dass andere Überlebende den auch lernen können. Und wenn du den da freischaltest, mit diesen rot-blauen Steinen, musst du den mit diesem, mit dem Überlebenden nicht mehr freischalten. Okay. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber wenn man sich ein bisschen reingefunden hat, ist es gar nicht mehr so kompliziert. Ich hätte es erwartet, ist es auch. Das hätte ich jetzt in irgendeinem Tutorial gesagt oder so. Hört sich kompliziert an, ist es auch, aber... Ich muss dreimal mit Jake Park entkommen. Ich hab ne Grip-Zange. Weißt du denn? Blünderspürsinn. Aha. Erste Hilfe Kasche. Batterie. Hab dich schon eingeladen, ne? Hab das schon registriert. Hm. Ich mach hier gerade mein Level 2, Alter. Ja, ja. Ja, dein Level 2 mit Laurie. Ja. Oh, ich hab mir jetzt vor kurzem auch mal wieder Halloween angeguckt. Ist geil, der Film, oder? Ja. Trotz, dass er so scheiße alt ist, ich finde ihn immer noch sensationell. Ich fand halt nur ein bisschen witzig, wie die mehrmals auf ihn eingeschossen haben und... Ja, halt einfach nichts passiert. Ne? Ja. Oder wenn das Geländer ja runterfällt und dann trotzdem noch lebt. Ja. Dann liegt er da auch im Garten, dreht sich kurz weg, der Typ. Ja. Der hat sich in der Zeit wieder aufgerappelt und ist weggerannt. Weißt du, wo es dann aufgehört hat? Bei Halloween 2, diese Neuverfilmung. Hast du das gesehen? Nee.
Alter, da geht es dann auch um Michael Myers und so. Und um seine Mom. So, und die Mom ist in dem Film ein Geist, die auf einem Pferd dahergeritten kommt. Da habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen abgedroschen, oder? So ein richtig weißes Pferd und so. Und irgendwie das kleine junge Ich von Michael Myers hat dann ständig irgendwie mit dem gesprochen. Oder dessen Bruder, keine Ahnung. Irgendwie so ein Quatsch. Was? Also es war total abgedroschen. Das war so eine Neuverfilmung, da stand Halloween 2, der blutigste Teil. Okay. Ich dachte dann so, okay. Wenn das der blutigste Teil war, dann, naja. Ich glaube, ich will doch wieder Claudette. Mit der bin ich irgendwie besser. Da ist schon ein bisschen was passiert, aber wie schon gesagt, also echt krass abgedroschen. Ist einfach so. So. Jetzt pass mal auf, ne? Ja, genau so rumrennen. Mit weißer Jacke, sensationell. Sehr gut. Nee, machst du bereit? Ach so, ja, natürlich. Ich wäre natürlich eine Idee, ne? Ah, komm, die Frisur nehmen wir jetzt. Da ist sie. Sehr gut. Oh, ist sie hässlich. Scheiße. Na, das ist die, die sie im Film hatte. Stimmt. Puh. Yay, es fehlt trotzdem noch einer. Was ist denn hier los? Ah, jetzt. Wohl, weißt du was? Nimm diesmal mal eine Karte mit. So. Okay. Die bewegt was? Naja, bleib ruhig. Ach, bleib ruhig. Du machst das spannend. Ja. Mach das spannend. Kann ich dann endlich mal das Intro wieder benutzen? Also ich hab so viele Intros, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe schon so Deer Mask ist awesome. Gibt's neue Masken? Du spielst es so oft. Ja, natürlich, aber ich habe heute noch nicht irgendwie was dass da irgendwie sagt, ja, neue. Na, schön. Jetzt haben wir hier eine ganze Minute vertrödelt. Schön, ne? Das hat doch auch was. Das geht alles, von der View-Zeit ab, ne? Ja. Holy goddamn. Die wohlriechenden Lorbeerrosen sind meine. Ah, okay. Bin trotzdem mal gespannt, was das jetzt so alles... Bin gespannt, welcher Killer es denn diesmal ist. Ich habe ja über die Perks so gar keine Ahnung, ne? Da ist ja wirklich... Ja, also... Die Lori hat wahrscheinlich einen der besten, meiner Meinung nach. Und das ist Entscheidungsschlag. Da kannst du dich einmal im ganzen Spiel, musst du einen Fähigkeitscheck schaffen. Mhm. Und wenn du den geschafft hast, kannst du dich aus dem Griff des Killers befreien und den Killer für eine bestimmte Zeit stunnen. Aha. Das ist extrem gut. Also wie im Film praktisch, ne? So, dass er halt, bis er dann halt mal wieder aufsteht. Ja. Im Krankenwagen. Das fand ich schon echt hart, ey. Ne? Aber ich find's immer wieder krass bei solchen Horrorfilmen, dass sie dann das immer wissen, ne? Der steht bestimmt wieder auf, ne? Klauen wir uns mal den Krankenwagen. Aber ich fand, die haben das bei Laurie, das haben die schon so rübergebracht, als ob sie es nicht wusste, ne? Obwohl er ja schon einmal aufgestanden ist, ne? Ja, ja, ne, das ist halt das Nächste. Also, das zweite Mal hat sie sich auch nicht gedacht, nee, da... Es gibt mittlerweile schon so viele Filme, ich hab mir auch irgendwann, wann waren das? Das ist schon ein paar Monate her, da habe ich mir seit langem mal wieder diese ganzen Nightmare-Teile gegeben. Mhm. Ne, mit Freddy Krueger und ja. Die Teile, die sind ja so beschissen, alt, ne? Alter, das ist ja schon kein Analog mehr, das ist kein, nicht mal 420p ist das Auflösung. Also, ja gut, das war, ich glaube, der erste Teil ist 1978. Der wurde 10 Jahre vor meiner Geburt gedreht. No. Ja, also das ist schon ziemlich hart. Aber trotzdem, von der Handlung her und dafür, dass es noch nicht so krasse Computer-Special Effects gab, ist das echt gut umgesetzt. Ja. Fand ich richtig gut. Vor allem, wo der kann ja nur dann den Leuten was, wenn sie einschlafen, ne? Ja. Und ich finde das dann krass, wenn die dann wirklich so übermüdet sind, dass sie in so einem Tagtraum verfallen. Dass sie praktisch wach sind, aber trotzdem irgendwie träumen. Und da kommt er dann mit seinen Klingen so aus so einer Zeitschrift raus, geht so in die Nasenlöcher und schneidet einfach die Nase ab.
was total billig aussieht, aber ich fand es trotzdem irgendwie total lustig. Total geil. Und vor allem, wenn dann die Freunde da zu denen schauen und die zappeln da rum und werden gerade im Schlaf getötet, ja, und die lachen sich dann verreckt, weil sie denken, der hat einen epileptischen Anfall. Also die Teile sind schon echt lustig gemacht und der Freddy Krueger ist halt wirklich so ein Arschlochmörder. Das ist so ein richtiger Bastard. Der macht das noch richtig mit Freude und Witz. Richtig geil. Also ich würde es derbe feiern, wenn Dead by Daylight, ne, das ist jetzt nicht so ein Anstoß, aber könnten sie ja mal machen, so den Killer mal einsetzen. Das wäre echt ein Traum. Also das würde ich dann, ja, das wäre dann mein Main Game, wenn es den gäbe. Ja, ist halt alles mit Lizenzen kaufen und allem, ne? Ja, natürlich, klar. Ich meine, das schaffen die schon. Ich meine, ich fand's geil, dass sie die für Michael Myers bekommen haben. Oh ja. Und den haben sie auch echt gut umgesetzt. Obwohl ich sagen muss, Michael Myers ist dank Jason ganz schön in Vergessenheit geraten. Ne, diese ganzen Jason-Teile mit Freitag der 13. und so. Ja, der ist eigentlich genau dasselbe, nur dass der halt mit Kettensäge und Machete durch die Gegend läuft. Ja. Und das mal, halt, und das halt mal, früher mal in so einen Fluss da im Camp reingefallen ist und deswegen megamäßig Schiss vor Wasser hat. Ja. Ne? Ja, so viel dazu. Ja, der Michael hat ja nicht wirklich vor viel Schiss, ne? Nee. Man erzieht ihn eben pass auf, im ersten Teil sieht man ja auch schön sein Gesicht und ich find's irgendwie witzig. Irgendwie hat mich sein richtiges Gesicht so ein bisschen an Arnold Schwarzenegger erinnert. So ein ganz kleines bisschen. Wer weiß, vielleicht hat er gespielt. Oh. Nein, Mann. Nee, da steht auf jeden Fall ein anderer Name. Ja, ja. Wer den gespielt hat in der Endcard. Ja, aber du hast recht. Ne? So vom Kinn her, das hat schon gepasst. Ja, und vom Blick her auch irgendwie so ein bisschen. Ja gut, ich meine Arnold Schwarzenegger, ne? Der hat so ein markantes Gesicht. Das kann schon mal vertauschen. Ey, das lädt ja gerade mal richtig lange. Was ist denn hier los? Das ist hier... Größtes Problem in Dead by Daylight. Manchmal haben die Killer so eine Bambusleitung. Scheiße. Das lädt nicht zu Ende. Das lädt nicht zu Ende? Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich das Spiel neu starten müssen. Oder einer von uns beiden. Und ich würde es freiwillig machen. Weil dann kann ich dich aus dem Ladebildschirm rausholen, indem ich dich in dein Spiel einlade. Okay. Dann werde ich das mal eben einfach machen, ne? Ja, mach das mal. Wir sind schon bei 22 Minuten, ey. Das ja, das kann ja hier an. Nicht angehen. Das tut's ja hier keiner an. So. Ich glaube, dann mache ich einfach so Cuts zwischendurch. Mach ich auch. Marco. So zwischen den na, zwischen den Runden würde ich sagen. Cuts. Das Einfachste. Ja, sein, das wird lustig, ne? Ja, das. Oder ist informativ, wie jetzt gerade über die Michael Myers Teil und so. Ne? Das ist sehr informativ. Also ich finde dieses Kulturgut, das hat echt mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich fand es ja schon erschreckend, wo Michael Myers rauskam bei Dead by Daylight, wusste die Hälfte gar nicht, wer der Typ ist. Ja, das war... Ich fand es ziemlich erschreckend. Ja, das liegt aber auch einfach daran, dass sie viele halt zu jung sind dafür, ne? Ich meine, ich musste mich zwar auch noch kurz mal auffrischen, weil ich das eine halbe Ewigkeit nicht mehr gehört habe. Du, ich sag's immer so, die meisten gucken ja schon, wenn sie jetzt zum Beispiel mit Maxstorm oder so, auf das Alter gucken, wann es gedreht worden ist, da schrecken die ja schon total ab. Wenn da dann steht irgendwas mit 1986, dann schalten sie ja gleich wieder weiter. Ja. Ist einfach so. Kann man nichts machen. Cool sagen. Pass auf, meine Wetten, meine Opfergabe, die ich verbrannt habe, ist weg. Das weiß ich nicht. Direkt im Spiel gefunden. Ja, das geht seit dem Halloween-Update geht das relativ schnell. Mhm. Also, findest Keller links und rechts und ja. Ah, die müssen das aber echt langsam mal fixen hier, die ganzen Probleme. Das Spiel ist jetzt ein Weilchen draußen, die sollen es nicht so verkommen lassen wie EA, weil das ist... Pass auf, die lassen es ja auch irgendwie nicht verkommen, nur sie kommen, glaube ich, nicht hinterher. Okay. Ja. Ich meine, okay, ich verstehe, dass sie neuen Content machen wollen, damit wieder Leute sich für das Spiel interessieren. Aber irgendwie, ich glaube, deren Bugfixing-Team, die haben ja einzelne Teams für so eine Sachen, und deren Bugfixing-Team ist einfach wahrscheinlich zu klein. Die kommen da nicht hinterher. Ich meine, sie fixen ja schon so in Mini-Updates. Heute kam wieder ein neues Mini-Update raus und da fixen die immer so ein paar Sachen und dann... Ja. Würde nur ich mein das Team Problem überdenken. Ja. Man möchte meinen, in den Staaten gibt es genug Studierte, die irgendwo ein Stipendium her haben. Ja. Ich meine immer noch, dass es
Ich meine, persönlich meine ich auch, dass es zu viele Bugs gibt, aber ich kann nicht sagen, ich sage nicht, dass es für eine Seite jeweils OP ist, so ein Bug. Huh. Weil ich spiele beides aktiv. Ich spiele öfter mit meinen Schulkameraden hier Survivor. Und dann, wenn ich komplett alleine bin, spiele ich Killer. Weil bockt halt, ne? Ja, ist klar, ne? Kann man sich richtig austoben bei. Okay. Na dann, jetzt. Das sieht ja eigentlich recht flüssig aus, gerade was hier abgeht, okay? Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon wieder die Nerds. Aber warum? Wurde die vielleicht gefixt, dass da. Oh nee, und die ist direkt bei mir, oder was? Och Gott. Ich hatte auf jeden Fall gerade Herzschlagen, jetzt ist es weg. Kann ich auch mal irgendwas finden hier? Ach endlich, Kartenspeer. Nochmal Kartenspeer. Okay. Ich gucke hier schon die ganze Zeit nach irgendwelchen Generatoren, aber irgendwie... Ja, sind die Generatoren eigentlich immer gleich? Nein, die werden random verteilt, glaube ich. Ah, ja. Also es gibt Positionen für Generatoren. Okay. Aber die werden halt random verteilt. Gut. Also ganz ehrlich, da kann man sich schon böse in die Hose kacken bei dem Spiel, ne? Wenn wir jetzt immer so überlegen. Ja, die Nerds ist gerade bei mir. Wenn ich jetzt nicht gerade so krass viele Lampen um mich rum hätte, wegen dem Greenscreen und so, dann, Alter, ne, der Stift würde malen, definitiv. Also, ne? Ja. Als ob, die kann dreimal hintereinander. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lieg schon wieder als erstes, ey. Ist so bei dir? Ach, sie hebt dich gerade auf. Das ist schön. Dann hat sie es nicht gemerkt. Ich kann gegen die Nerd nicht, Mann. Warte mal, vielleicht krieg ich dich nochmal geholt. Ja, im Keller ist schon einer. Ich werd grad voll in den Keller gebracht. Okay. Also ein Generator wurde gerade schon gemacht. Ich bin gerade am zweiten dran. Oh nein. Was denn? Der nächste. Ach, den Typ hat's auch noch erwischt, oder was? Ey, anstatt da rauszuspringen. Oh mein Gott, ist das dämlich. Ja, okay, jetzt könnten wir langsam Hilfe gebrauchen. Ja, ich versuch's. Boah, das ist jetzt so behindert gerade. Ich versuch, campt die bei euch? Ja. Scheiße. Also ich hab sie gerade noch. Ich hab hier noch Herzschlagen. Ich hab auch Herzschlagen. Jetzt gerade im Moment. Ja, du rennst aber auch. Du rennst aber auch wie so ein. Ach, die war noch gar nicht. Oh, Jesus. Jesus. Hat sie dich geblockt oder was? Die hat's glaube ich gerade nicht gereiht, dass ich Tür rauskam. Ich muss kämpfen. Echt jetzt? Ja. Scheiße. Oh nein, die ist hinter mir, glaube ich. Ja. Oh mein Gott, und der andere. Was denn? Der andere holt uns, lockt sie weg. Ah, oh nein. Ja, ich lieg gerade. Oh mein Gott, sei voll Idiot. Weil du schon kämpfen mich, musst, mich holt mich. Ja, okay, und jetzt macht euch daraus, sie ist schon unterwegs zu euch. Und ich liege hier blöd. Jetzt heilen sie dich noch in aller Ruhe, oder was? Oh, was geht? Ah, dich hat zum Glück nicht erwischt. Oh also, mein Gott. Also ich liege hier blöd rum. Komm ich weg? Ich weiß nicht, das Herzklopfen ist weg bei mir. Also kannst du mich... Schön, dass du dich geheilt hast. Ja, natürlich, was soll ich sonst machen? Aber ich glaube, die kommt jetzt... In unsere Richtung, ja. Nein, tut sie nicht. Okay, dann ist schon mal gut. Wir müssen irgendwie versuchen, den anderen noch zu helfen. Ach, die nimmt gerade den einen hoch da unten. Heilst du mich? Ah, oh, natürlich, klar. Warte mal. Ich hab das jetzt total... Oh, oh. Nein, nee, passt. Oh, der ist tot. Ah, oh, schade. Na, die geht sich den jetzt auch holen. Okay, wir müssen Generatoren machen. Ja, dass wenigstens die Luke aufgeht, falls einer von uns abkratzt oder so. Oh, der eine hat sich... Ist runtergegangen. Ja, der hat Entscheidungsschlag. Schön. Geilo. Ich weiß noch gar nicht, was das alles ist. Oh, jetzt habe ich gerade meine Maus so bewegt, dass ich krass in den Himmel geklotzt habe. Wo bist du eigentlich gerade hingerannt? Ich zum Bus. Ich bin beim Bus. Okay, alles klar. Ich eile. Hey, was geht? Was geht? Oh, hat schon wieder erwischt, oder was? Ah, fuck it. Wenn sie jetzt nochmal hängt, dann ist Feierabend. Nee, ich glaube, der hat noch Zeit. Aber wir müssen erstmal den Generator hier machen. Ach stimmt, der hat euch beide ja geholt, ne? Der Typ.
Nee, der hat noch. Der hatte diesen CKPK. Ja, stimmt. Boah, ey, das ist so ein Psychospiel immer mit der. Boah, nee, oder schaffen wir das noch? Ja, schaffen wir noch. Oh, Gott sei Dank, ich habe den letzten noch geschafft, gerade so. Die ist schon wieder hinter uns, ja. Ja. Alter, und die hat mich schon wieder. Jetzt ist er auf mich zu. Ah, fuck it. Alter, was ist denn das? Weißt du, ob sie dich mitnimmt? Nee, die ist die hinterher gelaufen. Ich geh jetzt erstmal den anderen Typen holen. Boah. Ja, ich erhole mich in der Zeit. Wenn sie mich jetzt halt aufhebt. Blöde Kuh, ey. Vielleicht krabbel ich mal in irgendein hohes Gebüsch. Dann sieht sie mich vielleicht nicht sofort. Oh, hast mich doch gefunden, hä, blöde Kuh. Oh nein, jetzt nimmt sie mich auch noch hoch, die blöde Nuss, ey. Ey, hast du keine Patienten, du scheiß Krankenschwester, verpiss dich mal. Ruhe mal. Break. Oh, jetzt hänge ich hier so blöd rum. Ach Mann. Ja, schrei noch ein bisschen lauter. Vielleicht hört man dich dann. Also die ist jetzt gerade weggelaufen, nur wohin weiß ich nicht. Das Herzklopfen ist schon weg. Ich hänge halt so cool hier rum. Also, als ob die mich schon wieder gesehen hat. Das kann's ja wohl nicht sein. Alter, och, ach komm und direkt neben dem Haken. Ah, okay, ich bin tot. Ah, verfickte Kacke. Vielleicht boah, so ey, das ist halt... Ey. Ich hasse es, gegen die Nurse zu spielen. Irgendwas haben die mit der gemacht. Wieso spielt die denn sonst jeder? Oder ist das dieselbe? Keine Ahnung. Also, ich habe die Nurse noch gar nicht gespielt. Ja, die Nurse ist auch scheiße schwer zu spielen. Also, der Andrew findet's ganz leicht. Naturtalent. Ja, hast ja gesehen, wo er gegen uns gezockt hat. Also, der war ja mit der Nurse gar nicht schlecht. Ja. Holt er dich jetzt, oder? Ja, er versucht. Er rennt in meine Richtung. Aber ob das jetzt halt funktioniert, ist halt die andere Geschichte. Ja, der schafft das. Er rennt nur halt den dümmsten Weg. Ja, ich drücke schon krass Space und so. Oh, der hat's echt noch geguckt und so. Und halt mich direkt an Ort und Stelle. Das ist das... Dümmste, was man machen kann? Das ist klug, eigentlich. Wisst ihr, jetzt hast du nämlich noch einen Hit frei. Stimmt. Und er hätte dich wahrscheinlich losgehen. Oh, er hat sie 100% gesehen. Oh. Der kommt zu mir, Alter! Alter! Direkt da durchgeswitcht! Richtig geschmiert! Oh! Alter, wie geil spielt denn der die? Das ist ja Wahnsinn, Alter! Der ist hammergut! Ja, der ist Rang 6. Boah, Jesus! Und der hat Spione des Schattens. Wenn Rahmen wegfliegen, dann sieht er das. Wenn Rahmen wegfliegen? Ja, wenn du Rahmen aufscheuchst. Ach so, okay. Scheiße, ey. Du kommst aber auch nicht weg bei dem Buster, ne? Das kann es nicht sein. Jo, finde Hilfe. Genau. Wo denn? Du hast das Spiel gehört, finde Hilfe. Ja, die Luke ist noch nicht mal ansatzweise in Sichtweite. Ja, vor allem, weil der andere Tor noch lebt. Ja, und wir... Nee, zwei Generatoren muss man machen, ne? Oder dürfen nur noch zwei übrig sein? Wenn drei Generatoren übrig sind, geht die Luke auf. Ah, okay, cool. Ja, kommt gerade zu mir, das ist schon mal gut. Weißt du, wieso wir gerade so hart am Ablosen, also wieso ich hauptsächlich, weil... Oh nein, das... Er sieht das, wenn ihr heilt, das ist voll dämlich. Ja, da hat mich gerade schon wieder... Scheiß Mistviech, Alter. Okay. Oh. Was denn? Hat er gut gemacht, ey. Das hat er echt gut gespielt. Guck gerade dem Amagnator zu. Ja, der ist jetzt tot. Such die Luke. Nee, der sucht mich jetzt erst wahrscheinlich. Ja, der sucht dich. Oh mein Gott, der ist gut. Und hat mich schon wieder. Und, oh mein Gott. Kann's nicht sein, ey. Ei. Das gibt's doch nicht. Wie kann er so schnell finden, ey? Das ist doch lächerlich. Ja, ich bin direkt down. Ach, scheiße.
fuck it, ey. Weißt du, wenn ich Killer spiele, ne, ich krieg sowas nicht hin. Nee, no chance in hell. Das kannst du doch so vergessen. Ja, der nächste hängt jetzt auch. Ja, das war's. Geopfert. Geopfert. Da, immerhin Upgrade. Ist doch toll. super. Naja, ein paar Punkte habe ich ja gekriegt. Klimmzeit. Boah, das gibt so wenig Blutpunkte immer. Hat gerade mal für 2 Items gereicht. Oh, das ist so traurig. Ausstattung. Ach, ich habe gar keine Items eingesetzt. Das ist natürlich Was muss ich denn überhaupt noch machen? 9 Minuten Leute mit dem Fallensteller jagen. Ach, das kann ich ja in dem Video machen. Warum kann ich hier Batterie und Klemmzange und sowas nicht einsetzen? Weil du das Item dafür nicht hast. Ah, du meinst die verschlissene Werkzeugkiste. Also, die verschlissene Werkzeugkiste, wenn du die hast und dann auf Addons gehst, dann, dann sollten dir eigentlich schon angezeigt werden, welche du benutzen kannst. Ja, hab schon. Alles gut. Alles gut. So. Ich verliere es zwar gleich im nächsten Spiel schon wieder, aber... Egal! Nicht dafür sind die Scheißdinger ja da, dass man sie verliert. Oh Mann! Weißt du, die erste Runde war auch viel zu gut. Die war auch echt viel zu gut. Und dann wieder so einen Reinfall zu kassieren, ist ja völlig logisch. Ich könnte eigentlich mal kopflos spielen. Wen? Das haut nicht hin. Kopflos. Kopflos? Ja, einfach meinen Stuhl so hochstellen, dass mein Kopf in der Kamera verschwindet. Verstehst du? Okay. Bist du wieder kopflose Reiter? So, würde ja passen. Nein, alles gut. Ja, ach so, breit. Ich war schon so kurz, soll ich jetzt sagen oder nicht? Nein, fällt selber auf? Ja, das fällt mir, ach, ich kann das auch. Mach mal eben bei mir Licht aus, ansonsten... So. Du hast ja kein Facecam. Also. Ja, brauche ich ja nicht. Ich finde, Facecam ist kein Muss bei so einem... Also der Tauli hat ja gesagt, du brauchst auch keine Facecam, weil wer will denn deine Hackfresse sehen? Ja, danke. Gesagt, okay, danke. Danke, Andy, das war toll. Das ist so aufbauend. Aber nein, passt schon. Da habe ich richtig Lust. Ah, ich kenne den Tauli schon so lange, so ewig lang. Wir haben schon einige Scheiße mit durchgemacht. Weißt du, was jetzt extrem nice wäre? Erzähl. Nicht die Nurse. Nicht die Nurse. Also, ja. Ja. Ach, ich kann meine Rolle gar nicht mehr wechseln. Ach, scheiße. Rolle nicht. Doch, kannst du. Nee. Doch, kannst du. Eigentlich. Kannst du. Ach du Scheiße. Wie viele Punkte braucht man dafür? Wofür denn? für die Schreien der Geheimnisse. Alter. Ja, die sind schon ziemlich teuer. Ah, hier. Oh, ich habe Level 3 mit dem Kollegen schon. Das ist ja Hammer. Wäre nett, wenn alle auch bereit sitzen würden. Ach, jetzt ist es zu spät. Ich bin bereit, nicht? Also, bis auf der eine hier, der hat irgendwie keinen Bock da. Nicht? Der ist sich unsicher. Erntedankfestflyer. Vielleicht ist es ja... Eingekackt. Vielleicht ist es Michael diesmal Myers. Nicht der Schrottplatz. Michael der Schrottplatz Myers? Ist nämlich eine Drecksmap. Michael Myers? Michael Myers, ja, das wäre natürlich auch was Schönes, ne? Ja, ich finde die Map ultra schwer von Michael Myers. Also die ist ja echt hart. Ja. Also wo ich die Map gespielt als Killer. Schrottplatz, hervorragend. Hättest du mal. Dreimal hintereinander. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Schrottplatz mehr. Oh, ist der Fallensteller. Ich bin direkt vor einer Kiste gespawnt, die ich jetzt direkt durchsuche und wahrscheinlich tut mich jetzt instant der Killer verfolgen. Nee, hey, ich habe Punkte bekommen. Oh, warte mal, da liegt doch was drin. Ja, nehmen wir doch. Dafür habe ich mal, nee, dafür lege ich doch nicht meine Box darin. Hallo, hey, ich will meine Kiste wieder haben. jetzt ohne Scheiß, ich habe, meine Kiste ist weg. Was? Ich kann meine Kiste nicht mehr nehmen. Ich habe die Taschenlampe genommen, meine Kiste ist da drin und ich kann sie nicht mehr nehmen. Ach komm, das ist doch... Ach nö. Die besten Bug 2016.
Ja, ist ganz toll. Ich liebe es jetzt schon. Aber der hat eine, der hat anscheinend eine gute Internetverbindung, weil es läuft relativ flüssig, meine Meinung. Ja. Oh nein. Nein. Jetzt schon? Echt ernsthaft? Was denn? Ich habe das böseste Herzklopfen gerade ever. Okay. Ich weiß nur nicht, ob er mich gesehen hat oder ob er einfach an mir vorbeiläuft. Wir haben hier Kurt West und Chillin the irgendwas. Das bedeutet, wir überleben. Beide sind Profis. Bist du sicher? Keine Ahnung. Nach Kurt West ist angeschlagen. Er ist kein Profi. Ja, weißt du, was das Problem ist? Ich höre das Herzklopfen. Der Typ ist aber nicht mal ansatzweise in meiner Nähe, der gerade rundgeschlagen worden ist. Das ist... merkwürdig. Ja, ein bisschen. Nee, jetzt ist gerade weg. Vielleicht war es auch nur Geräuschback. Ja, geil. Generator direkt neben einem Haken. Das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft, sowas. Oh, hat er das nicht gesehen? Was? Dass ich hier in den Schrank gerannt bin. Anscheinend nicht. Sei froh, dass er es nicht gesehen hat. Aber das hat er mit Sicherheit gesehen. Oh Mann, 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 verpiss dich doch. Okay, hab ich. Verpiss dich. Ist er bei dir oder was? Ja. Und wo bist du? Im Keller. Im Keller? Na gut dann. Als ob. Nee. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Der hat mich gerade im Schrank gefunden, ey, so ein Spasti. Alter, wieso ich immer? Oh, du hängst schon? Ja, der hat mich aus dem Schrank gegriffen. Ach so, oh. Der ist direkt auf den Schrank zugelaufen. Ist der bei dir? Bleibt er bei dir oder rennt er weg? Hinter mir ist eine Falle und er durchsucht die Schränke im Keller. Oh, scheiße. Wenn ich jetzt zu dir komme, ne? Ja, der ist hier immer noch, der ist blöd. Nee, wegen der Falle und so. Du musst vor mir stehen bleiben, damit du die Falle erst entschärfst. Okay, der durchsucht ja alle Schränke. Ja, der merkt hier nicht, dass hier sämtliche Generatoren um die Ohren fliegen, ne? Jo, ich darf gleich schon wieder kämpfen. Scheiße. Ist er weg jetzt oder ist er immer noch bei dir? Ich werde gerade gerettet. Du wirst gerade gerettet, das ist schön. Das ist schön. Dann kann ich hier nach Generatoren suchen, weil ich habe den einen gerade fertig gemacht. Oh, den einen hat die Falle gegriffen oder was? Weil ich habe nur gehört, dass eine Falle aktiviert worden ist. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt lässt er mich hier... So ein Spasti! Alter! Ist das dein scheiß Ernst? Geht der ist einfach weggerannt, oder was? Weißt du, der war komplett gesund, ne? Ja. Und der Spasti, der rennt an dem vorbei, so von wegen... Ja, nö, ich helfe dir nicht. Ich bin tot. Ach, jetzt hängt er dich gerade auf, oder was? Na, verdammte Scheiße. Cool. Fuck. Weil der Spasti einfach an dem vorbeigerannt ist. Oh Mann, ey. Ich bin hier am Dauer verrecken. Und ich nehme meine ganzen guten Items, nehme ich die ganze Zeit mit. Meine ganzen guten Items. Hättest Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Oh Mann. Ich würde so gerne helfen, ich kann nicht machen. Ich hab, oh. Ey, hier der Kurt West, ne? Der kann mich mal. Ach nee, das war der überhaupt nicht. Hier der Chili-Lean, der kann mich mal richtig fett. Nee, ich hab gedrückt, ich hier 3000 Alter. Punkte, ey. Cool. Bringt's. Du hast eine Sporttaschenlampe gefunden. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die nicht so lange behalte. Ich hab's so geahnt. Frage ist halt, hat er mich gesehen oder nicht? Oh, das Klopfen wird immer lauter. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ja, du hast den guten Spot ausgesucht, finde ich. Das wird schon wieder leiser. Aber nicht so leise, wie es sein sollte. Da rennt... Oh, da hab ich gesehen, nein! Ah, das kann nicht wahr sein, nein! Oh, du Ratte!
Du Ratte, verpinkel dich! Verpinkel dich, Alter! Ja, und jetzt Lags des Todes gerade schon wieder, ne? Ja, das ist wieder die Schuld des Lags. Ey, Alter, wenn du das gesehen hättest, Bro. Der magische Lag ist wieder am Start. Am Stissel, mein Freund. Naja. Oh, wenigstens konntet ihr schön Generatoren machen, während ich zur Hölle. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Wie zur Hölle? Wenn ich einmal daneben hau oder werde gestunt, weißt du, wie lange ich da stehen bleibe? Und der packt unter dich eine Falle. Und du wirst wahrscheinlich genauso von den Chili-Lieben zurückgelassen wie ich. So richtig schön asozial. Oh Mann. Ey, wollen wir zusammen hier abhängen? Los Leute, jetzt gebt euch doch mal einen Ruck, Mensch. Ja, ich häng doch hier schon mit dir ab. Keine Sorge. Ich warte auf dich. Das ist halt das Bittere an dem Spiel, ne? Da kannst du einfach nur blöd zuschauen. Ich hab nicht mal Schnaps da. Du könntest natürlich einen Fluchtversuch wagen. Naja, die kommen ja gerade schon. Ne? Nur wenn ich Fluchtversuch, wenn mir ein Fluchtversuch gelingt, das ist ja das Schlimme. Oh. Was? Wie, ich bin direkt gestorben? Ich hab doch Space gedrückt und so. Ja, das hat's ja gebracht, ne? Jetzt, wo sie die scheiß Türen aufmachen, bin ich tot? Echt jetzt? Nee, also das sind scheiß Egos, ne? Das muss jetzt echt mal loswerden. Hier, guck mal, ich nur 2000 Punkte. Ja, und sind direkt abgehauen. Das sind Furzen! Das sind Furzen! Das ist so asozial. Junge! Getrübte Münze, was ist das denn? Nee, da reichen jetzt echt die Punkte nicht. Ja, 5000 ist klar. Auf 5000, 3000. Ja. Ich habe 3000 Punkte insgesamt. Also. Wow! Awesome! Ich habe ja irgendwie, gedacht, dass ich heute noch ein bisschen überlebe. Aber. Ja, sieht nicht so aus, ne? Oh my fucking God. Ja, ich beende jetzt erstmal das Let's Play und so, weil, also den Part, weil ich glaube, meine Frau kommt gleich nach Hause. Oh. Ja, ich weiß, es ist immer bitter. Nee, so böse ist ja gar nicht. So böse ist ja gar nicht. Lässt mich auch manchmal spielen. Also so ist ja nicht. ja, wie schon gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall nochmal bei dem Ich mag mich vorbei, bei seinem letzten Part, weil als Killer ist er deutlich besser wie als Survivor, wie sich gerade festgestellt hat. Ja, nee, komm, pass auf, alleine überlebe ich besser, pass auf, das beweise ich dir. Es war nur ein Spaß, alles gut. Also wenn die Dinger hier drauf sind, dann beweise ich dir das. ich vertraue dir. Ne, auf jeden Fall, wie schon gesagt, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich gucke noch nach dem Channel of the Week und so. Und auf jeden Fall jetzt am Sonntag erstmal der neue Part vom Avenger Talk. Also haut da rein, bis dahin. Servus, alter Schwede.